Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Doro, mit einer neuen Folge Bake Club Spezial unserer Kooperation mit Google Home Mini. Weihnachten steht vor der Tür. Und falls ihr noch eine Inspiration braucht für euer Dessert fürs Festtagsessen, dann habe ich hier was für euch. Und zwar ein Spekulatius Orangenparfait mit Amarena-Kirschen. Wir fangen damit an, dass wir die Creme für unser Parfait zaubern. Dafür wird zuallererst Sahne steif geschlagen. Achtet darauf, dass hier unbedingt Kühlschrank kalt ist, dann geht das am besten. In meiner Rührschüssel verrühre ich jetzt Mascarpone, saure Sahne, Zucker und Orangenschale. Die Orange ist eine Bio-Orange, also nicht gespritzt. Die habe ich heiß abgewaschen und die reibe ich hier direkt rein. Wenn die Masse schön glatt gerührt ist, hebe ich die geschlagene Sahne unter. Ich habe jetzt hier eine Kastenform vorbereitet, nämlich mit Klarsichtfolie ausgelegt. Und da schichte ich jetzt die Creme abwechselnd mit den Spekulatiuskeksen rein. Ich fange mit den Keksen an und lege die mit der schönen Seite nach unten, denn das Parfait werden wir später stürzen. Das heißt, wir haben die untere Seite dann oben. Ganz zum Schluss kommt noch eine Klarsichtfolie obendrauf. Unser Parfait wird jetzt eingefroren und zwar für mindestens 8 Stunden. Das heißt, ihr macht es am besten am Vorabend und lasst es über Nacht einfrieren oder früh morgens und esst es abends. Unser Parfait ist fast fertig durchgefroren und wir kümmern uns jetzt um die Amarena-Kirschen. Die machen wir selbst und zwar aus tiefgefrorenen Sauerkirschen. Die gebe ich jetzt mit dem Zucker in einen Topf und lasse den Zucker auf kleiner Hitze schmelzen. Dabei immer wieder umrühren, damit nichts anbrennt. Ihr seht, der Zucker ist geschmolzen. Das Ganze soll jetzt so 5 Minuten etwa vor sich hin kochen. Und dabei werde ich immer schön umrühren. Jetzt werden unsere Kirschen gewürzt. Und zwar mit etwas Zitronensaft, Vanillearoma, Bittermandelaroma und Amaretto. Die Mischung lasse ich jetzt noch so etwa 15 Minuten einkochen und dann sind unsere Amarena-Kirschen fertig. Hey Google, frag das Bake Club Zutatenlexikon, was sind Amarena-Kirschen? Okay, holen wir uns Bake Club Zutatenlexikon. Amarena-Kirschen sind in Sirup eingelegte Sauerkirschen und eine Spezialität aus Italien. Am besten passen Amarena-Kirschen zu Süßspeisen wie Eis und Desserts. Oder zu Orangenparfait. Unsere Amarena-Kirschen fülle ich in Gläschen und dann lasse ich sie kurz abkühlen. Unser Parfait ist fertig und das werde ich jetzt stürzen und dann schön anrichten. Hey Google, spiel Weihnachtsmusik! Alles klar, hier ist die Playlist von Spotify mit dem Titel Weihnachtslieder. Unser Spekulatius Orangenparfait mit Amarena-Kirschen ist fertig. Ihr habt gesehen, super easy zu machen und sieht ganz toll aus und es schmeckt auch gut. Mmh. Oh ja, schmeckt richtig, richtig lecker. Also macht es nach, lasst es euch schmecken und frohe Weihnachten. Hey Google, und auch dir frohe Weihnachten. Ich wünsche dir auch frohe Weihnachten.